Ach, ich sage guten Morgen, heute am 16. Juli 2021. Wir sind hier vis-à-vis von der Charca in Maspalomas. 23 Grad, 9.22 Uhr Minuten. Ja, der erste Touristenbus fährt gerade da hinten wieder weg. Und unsere Snackbar hier, das kleine Restaurant mit dem Eis und dem Getränkeangebot hier, hat auch wieder offen. Also das ist auch schon mal ein positives Zeichen. Hier oben das Restaurant Samsara. So, und weiter geht's natürlich. Hier an der Charca entlang. Und die Mitarbeiter von dem Umweltamt, die sind auch wieder am Arbeiten. Das heißt, die Kontrolle und Dezimierung der Parasiten hier in der Charca. Ja, Temperaturen heute, die Höchstwerte werden erwartet um 29, 30 Grad. Wir haben jetzt ganz wenig Wind, ungefähr 20 Stundenkilometer werden erwartet. Luftfeuchtigkeit 77%. Sonnenaufgang 7 Uhr 17 Minuten und jetzt 20 Uhr 59 der Sonnenuntergang. Ja, es fehlt sehr, sehr viel Wasser hier an der Charca, dem Maspalomas. Aber das wird sich auch wieder ändern. Unserer Baustelle, die Ten Suiten, da gibt es noch nichts Neues zu berichten. Man sieht oben jetzt schon Tische, dann einen großen Schirm und was soll ich sagen, immer noch nicht fertig. So, aber das ist nicht unser Ziel, nein, es geht an den Strand natürlich. Immer noch ein bisschen diesig, aber für die Jahreszeit ist es ja auch normal. So, erstmal recht herzlichen Dank fürs Abonnieren, fürs Teilen, für die netten Kommentare und fürs Beantworten der Kommentare. Und für die, die neu sind auf dem Kanal, man sieht es, man hört es, liest es an den Kommentaren. Die Fragen versuche ich natürlich dann auch immer zu beantworten. Da ist zum Beispiel die Frage aufgetaucht, wie ist es mit dem Reisen auf der Insel ohne Auto? Also ich sage, es ist sehr, sehr gut. Ob man in San Agustin wohnt oder in Playa de Ingles, Maspalomas, es gibt mehrere Punkte. Da kann man den öffentlichen Bus nehmen und die Verbindung zwischen den Städten und den Teilen der Insel ist sehr, sehr gut. Teilweise gibt es Direktbusse nach Las Palmas oder eben auch Puerto Rico Richtung Mogán. Also einfach auf die Webseite Busse, also Global Gran Canaria gehen und dann kann man
alles sehen, aber die Verbindung ist sehr gut und man muss nicht Angst haben, dass man nicht von A nach B kommt. So, und hier sehe ich schon, hier ist das Boot vom Roten Kreuz. Da vorne um die Uhrzeit. Etwas ungewöhnlich. So, auf den Weg mache ich mich jetzt in diese Richtung hier, Richtung Playa de Ingles, Richtung Punta de Maspalomas. So, hier unten an der Punta de Maspalomas, da gibt es natürlich kaum Veränderungen, außer dass hier richtig wieder planiert wurde. Vor der letzten Bude hier, an der ich gerade vorbeigegangen bin, da ist alles eben gemacht worden, so dass man wunderbar laufen, auch fahren kann. Ja, Wasser ohne Ende und so wie in Deutschland. Ich höre das ja von Freunden, von Bekannten, die ja auch betroffen sind, wo die Wohnungen überflutet sind, die Keller voll. Das ist ganz, ganz schlimm. Da kann man nur froh sein, wenn man alles wieder reparieren kann. Und deswegen weiß ich es auch noch mehr zu schätzen hier. Auch mit Kalima und den anderen Sachen, aber diese Unwetter, vor denen bleiben wir hier doch größtenteils verschont. Ja, ich drücke euch allen die Daumen, dass es nicht so schlimm ist und dass ihr die Schäden wieder beheben könnt. Und ja, denke natürlich auch dran, wie viel Leid und Kosten das verursacht wieder. Und gerade zu so einer kritischen Zeit jetzt, wo man sowas überhaupt nicht gebrauchen kann. Ja, hier der Blick in die Berge. Immer noch nicht viel zu sehen. Komischerweise sind heute wesentlich weniger Steine zu sehen. Also muss es dann doch wieder ein bisschen Sand angespült haben. So, ich mache mich jetzt natürlich auch wieder auf dem Rückweg. Und trete meine Heimreise hier an in diese Richtung. So, ich melde mich noch mal nachher. Bis gleich. Ja, auch das gibt es. Die Männer vom Roten Kreuz haben sich festgefahren und versuchen jetzt da. Ja, die schaffen es. Kein Problem. So, wieder zurück am Leuchtturm am Faro. So langsam füllt sich der Strand und ja, natürlich Wochenende wieder jetzt, ein Urlaubswochenende hier auf den Kanaren. Das heißt, dass auch viele Spanier natürlich hier Urlaub machen, aber man hört schon die anderen Sprachen auch, also es sind auf jeden Fall Touristen da und die haben ja gesagt, die Auslastung auf Gran Canaria, nein, die Öffnung der Hotels, nicht die Auslastung, es sollen etwa 80% sein. Und überall in den Anlagen, die noch zu sind, da ist auch ein bisschen Bewegung, also man hofft doch noch auf Gäste.
Ja, es ist nicht heller geworden, nein. Es ist immer noch sehr, sehr diesig. Also unser etwas andere Wetter bleibt uns auch noch ein paar Tage erhalten. Aber man kann sagen, die Sonne scheint nicht so kräftig, aber trotzdem viele Menschen bekommen dann doch den Sonnenbrand, weil sie es unterschätzen. So, mit diesen Aufnahmen hier von unserem Leuchtturmfaro, dem Mas Palomas, möchte ich mich verabschieden mit dem heutigen Wettervideo und wünsche euch einen schönen Tag. Ich werde heute die Realität hier am Leuchtturm wieder machen, so etwa gegen 16 Uhr werde ich hier sein. Und ja, mal sehen, was es bis dahin Neues gibt. Ah, noch eins, ja, die Stufen haben sich nicht verändert für Gran Canaria, Teneriffa, nur für La Palma und Fuerteventura, da sind sie um eins nach oben, aber die anderen Inseln sind gleich geblieben. Also schon mal eine kleine Entwarnung, sage ich aber mehr darüber in der Realität heute mit den Kurznachrichten. Bis später, hasta luego.